Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ist uns jetzt zugeschaltet, inzwischen nicht mehr in Wien, sondern immer unterwegs, jetzt in Brandenburg an der Havel. Guten Abend, Herr Steinmeier. Guten Abend, Frau Slomka. Deutschland hat in diesen Verhandlungen ja doch fast so etwas wie eine Vermittlerrolle gespielt. Und Sie haben heute gesagt, das sei auch für Sie ganz persönlich ein großartiger Moment, dass diese Unterschriften geleistet wurden. Naja, ich war ja so etwas wie der Methusalem in diesen Verhandlungen. Ich war vor 10 Jahren das erste Mal dabei. Und deshalb war das auch emotional berührend, als wir heute beieinander saßen und die Unterschriften geleistet wurden. Nach 12 Jahren Verhandlungen, wie wir uns erinnern, immer ergebnislos in der Vergangenheit. Nach 35 Jahren der Sprachlosigkeit zwischen dem Iran und insbesondere den USA. Und nach Jahren, in denen wir ja Erinnerung haben, wie sich Situationen immer wieder zuspitzten und die Gefahr einer militärischen Konfrontation drohte, dass dieses abgewendet worden ist und dass die Perspektive für gänzlich andere Beziehungen mit dem Iran eröffnet worden ist, das ist gut und darüber bin ich sehr froh. Nun sind nicht alle so froh wie Sie. Der israelische Premierminister hat auch von einem historischen Moment gesprochen, nämlich von einem historischen Fehler für die Welt. Ihn stört vor allen Dingen, dass so viele Zugeständnisse gemacht wurden. Und er sorgt sich über diese hunderte Millionen Dollar, die der Iran nun künftig mehr zur Verfügung haben wird, um zum Beispiel terroristische Gruppen wie die Hisbollah zu unterstützen. Ja, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, darüber eine große politische Auseinandersetzung über die Öffentlichkeit zu führen. Die Kommentierungen haben stattgefunden zu einem Zeitpunkt, als die Vereinbarung in Israel noch gar nicht bekannt sein konnte. Und ich erinnere mich, dass es diese Grundsatzkritik aus Israel auch in der Vergangenheit schon gab, mit der Auffassung, dass kein Abkommen besser sei als ein Abkommen. Und diese Meinung teilen wir in großen Teilen der Weltgemeinschaft eben nicht. Und wir müssen auch daran erinnern, dass Israel in der Vergangenheit gesagt hat, der Iran sei schon ganz nah am Griff zur Atombombe, nämlich 2 bis 3 Monate davon entfernt. Dieser Abstand wird selbst dann, wenn der Iran seine Verpflichtungen nicht einhalten sollte, jetzt sehr vergrößert. Und deshalb glaube ich, ist das, was wir hier vereinbart haben, ein Beitrag zur Sicherheit, zu mehr Sicherheit im gesamten Mittleren Osten und auch für Israel. Das ist ein Vertrag, der den Griff zur Atombombe für den Iran langfristig und nachvollziehbar ausschließt. Es ist ein Vertrag, der den Iran auf ein friedliches, ziviles Nuklearprogramm festlegt. Es ist ein Vertrag, der das alles unterlegt mit sehr langfristigen Transparenz- und Kontrollmöglichkeiten. Und deshalb haben diejenigen, die verhandelt haben, heute gesagt, es ist ein guter Vertrag, ein verantwortbarer Vertrag, Herr Steinmeier, der ein Mehr an Sicherheit bringt. Aber die israelische Analyse, dass Iran nach einer Vormachtstellung in dieser doch sehr prekären Region strebt, die ist ja im Prinzip richtig. Und diese Bedenken werden ja auch von anderen Anrainerstaaten geteilt. Also Israel ist mit seiner Furcht nicht ganz alleine. Der Iran wird auf jeden Fall wirtschaftlich gestärkt werden durch das Ende der Sanktionen. Er unterstützt die Hisbollah, er unterstützt das Assad-Regime. Wie wird man diese Nachbarn einbinden können in diese Gefährdungen, die dort sind? Wir werden uns selbst viel Mühe geben, jetzt mit den Details des Vertrages in den Ländern, in der Region. Dazu gehört Israel, aber dazu gehören selbstverständlich auch die arabischen Nachbarn des Iran, dafür zu werben, sich das Abkommen genauer anzuschauen. Und wir werden insbesondere dafür sorgen, dass der Iran seine Verpflichtungen aus diesem Abkommen einhält. Aber wir werden auch mahnen, die Sicherheitssituation nicht nur immer aus der Perspektive eines einzelnen Staates zu sehen, sondern einen Blick auf den gesamten Mittleren Osten zu richten. Und dieser Mittlere Osten versinkt seit Jahren, Jahr für Jahr mehr im Chaos. Hier war ein Gegensignal zu setzen. Und deshalb sage ich, diese Vereinbarung, die wir heute unterzeichnet haben, die setzt auch ein Signal der Hoffnung gegen dieses fortschreitende Chaos in der Region. Und dieses Signal ist notwendig. Ich hoffe, dass es ausstrahlt. Und ich hoffe, dass dieser Sieg der Diplomatie über Konflikt und Gewalt, dass der auch ermutigt, in anderen Konflikten
nach Möglichkeiten zu einer friedlichen Lösung zu suchen. Diplomatische Anstrengungen werden im Moment ja auch in Europa getätigt. Wir haben nun gerade dieses Schuldenabkommen mit Griechenland. Man sieht daran, wie sehr es auch dann trotz diplomatischer Bemühungen zu Verwerfungen kommen kann und wie sehr Deutschland als übermächtig inzwischen in Teilen Europas wahrgenommen wird. Wie wird die deutsche Diplomatie dieser Herausforderung begegnen? Ich glaube, dass wir um unsere Rolle wissen, dass wir in Europa verantwortungsvoll damit umgehen müssen, gerade auch gegenüber den kleineren Partnern in Europa. Und ich kann Ihnen aus meiner Perspektive jetzt gerade nach diesen zu Ende gegangenen Verhandlungen in Wien sagen, wir sind auf der internationalen Ebene gewünscht als diplomatischer Partner und als Unterstützer von friedlichen Lösungen. Und insofern müssen wir uns vor dieser Verantwortung auch nicht scheuen. Herr Minister, danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Tschüss, Frau Slomka.